Schnalle. Dann kannst du losgehen. So. Internet läuft gerade irgendwie total super auf meinem Handy. Deswegen können wir gleich losstarten. Ich werde noch ein bisschen Dragon Quest spielen. Und dann schlafen gehen. Ja, spiele ich schon wieder fast 13 Stunden. Unglaublich. Okay. So ist der Stand der Dinge. Unser Held und Erik haben ihre Kräfte mit den Zwillingsschwestern Veronika und Serena vereint, die in den Ahnenreihe entstammen, deren Bestimmung es ist, dem Lichtbringer zu helfen. Nachdem sie beschließen, beim Weltenbau mehr über Coxas Schicksal zu erfahren, müssen sie noch herausfinden, wie sie dorthin gelangen. Sie erfahren von einem Zweig, der von Yggdrasil selbst stammen könnte. Diesem Hinweis folgend machten die Gruppe sich auf nach Gallopolis, um ihn zu finden. Meine Leseskills müssen auch wieder geübt werden. Zwar erhalten die Gefährten ohne weiteres eine Audienz beim Sultan, doch dieser ist vollkommen mit den Vorbereitungen für das Dünenderby beschäftigt, einem jährlich stattfindenden Pferderennen. Glücklicherweise scheint sein Sohn Faris etwas Gelegenheit in seinem Gemach zu besprechen. Oh, nachdem sie sich dort mit ihm getroffen haben, erfahren Kalxus und Co., dass er ihnen helfen möchte, den Zweig zu erhalten. Allerdings nur für eine Gegenleistung, auf die er im Palast nicht näher eingehen will. Man verabredet sich für denselben Abend vor dem Zirkuszelt in der Stadt, wo die Freunde hoffentlich mehr erfahren und nebenher eine tolle Vorstellung erleben können. Okay. Oh. Dieses Host ging schnell. Haggard. War das dieser Typ, der sich in einen Hund verwandelt hat? Wegen den einen Lausebub da? Ist das schon abends? Nein, okay. Plaudern wir ein wenig mit den Teammember. Ist das nicht aufregend, Kalxus? Wir gehen in den Zirkus und das auch noch gratis. Haben wir ein Glück. Naja, du weißt auch noch, wie der Plan lautet, oder? Prinz Faris wollte sich heute Abend vor dem Zirkuszelt mit uns treffen. Naja, dann lassen wir ihn besser nicht allzu lange warten. Es ist noch nicht Abend. Und was sagt Serena? Ich war noch nie im Zirkus, das ist alles so furchtbar aufregend. Aber ich frage mich, worum es bei diesem Gefallen geht und den Prinz Faris uns bitten wird. Ich meine, wie der uns den Schillerzweig wirklich einfach so geben. Und der sei ein kostbarer Grundschatz. Und was sagt Erik noch dazu? Wir haben eigentlich überhaupt keine Zeit, in den Zirkus zu gehen, aber uns bleibt wohl nichts anderes übrig, wenn wir uns den Schillerzweig holen wollen. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir da ein paar tolle Sachen zu sehen. Ja. Jetzt wollte ich schon irgendwie sprinten. Ich bin irgendwie noch von der Steuerung bei Kingdom Hearts. Okay. Kann ich so einfach warten oder muss ich zur Herberge gehen? Okay. Nee, ich schätze mal, ich muss wirklich ausruhen. Zum Glück habe ich jetzt genug Geld. Ausruhen. Ja, bis zur Abenddämmerung. Oder bis in. Ja, ich denke erstmal bis in die Nacht. Ich hoffe, das war die richtige Uhrzeit.
Ja, da wartet er schon. Ihr seid gekommen, ausgezeichnet. Der Zirkus sehen wir, dass es uns möglich ist, uns zu unterhalten, ohne belauscht zu werden. Sollen wir hineingehen? Nein. Ihr wollt, geht und tut, was ihr tun müsst. Kommt wieder zu mir, wenn ihr so weit seid. Aber behaltet euch, die Vorstellung wird nicht die ganze Nacht dauern. Also, okay. Wir können nicht selbst reingehen. Ja, gut. Achso, ihr seid schon begonnen. Gut. Ja, dann sehen wir uns das Spektakel an. Hauptsache nur die sitzen da am Tisch. Oh. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, it's time for the act you've all been waiting for. The Wandering Wonder, who amazes audiences wherever he goes. Ich frage mich gerade, der sieht schon so ein bisschen aus wie der fette Gotenks. Also wenn die Fusion verkackt. Zwischen also Goten und Trunks. Dann sehen sie irgendwie so schwarze Haare. Nicht solche hellbraune. Prepare yourselves for an experience like no other. Prepare yourselves for the great Silvando! Ronaldo. Nice. Jetzt sieht man ihn. Mal sehen, was du so kannst. Oh. Cool Moves. Ja. Ladies and gentlemen, please! There is no need to be afraid! The great Silvando will never endanger his adoring audience. After all, darlings, you are the ones who make this show so special! I love you all! Thank you! Thank you! Und das war's schon von ihm. Quickly, we must talk while the people are distracted. And please, not a word of this to anyone. Okay. Now, as you may be aware, the Sun National is the most important event of the year here in Galopolis. Ja, wir sollten für eine Ratten, oder? And tomorrow, I am due to make my debut in the race to end all races. However, there is a problem. One teeny tiny terrible problem. I cannot ride. In fact, I have barely so much as sat in a saddle. Ich wusste es. What? I have so far been able to hide this unfortunate fact, but if I were to take part in the race, the inconvenient truth would surely be uncovered. And yet I have no choice. For a prince of Galopolis not to take part in the Sun National on the year of his coming of age is unthinkable! Unthinkable! So you see, your coming here was fated. It is a sign. The forces of destiny mean me to use you as my double. Ta-da! Lord, double? Okay. How's that gonna work? Won't everyone notice as soon as he walks out onto the track? Ah, the fates have provided that also! For you see, the royal family always races in full armor, lest the unthinkable occur. His face will be hidden from view! Oh, please, please! I beg of you! You must help me! You must enter the Sun National in my place!
Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir sowas von gedacht, dass das kommt. You are the most pathetic excuse for a prince I've ever seen. If you think we're gonna help you lie to your people, you've got another thing coming. Is that so? Then I assume that your need of the rainbow is not so great after all. Wow. Talk about shameless. Call me what you will, it changes nothing. You will do as the fates wish and take my place in the race? Yes? Nein. Oh, a thousand pardons. I could not hear you over the noise of the crowd. Allow me to ask again. Will you enter the Sun National in my place? Nein. Oh, a thousand pardons. I could not hear you over the noise of the crowd. Allow me to ask again. Will you enter the Sun National in my place? Wieso darf ich da zwischen Ja und Nein entscheiden, wenn ich sowieso auf Ja wählen muss, damit es weitergeht? Bei anderer Antwortmöglichkeit wiederholt sich das Ganze nur. Hätten wir gleich Ja sagen können. I knew you would see sense in the end. Thank you. I will talk to my father. I took the liberty of arranging rooms for you at the inn. Rest well. I will see you in the stables, bright and early. Ja. You will find the stable entrance in the western part of the city. Do not be late. Now, I must be on my way. Farewell, friends. Wieso hat man die Antwortmöglichkeit, wenn es sowieso nur eins geht, um weiterzukommen? Naja, Spiellogik. Gibt's ja nicht nur hier in Dreamcast 11. Oh, ich glaube, der Reinaldo hat's geschnallt, dass derjenige, der rausging, Prinz Pharos war. Guten Morgen, wie ich höre, habt ihr den Abend im Zirkus verbracht? War das nicht ein wirklich wunderbares Spektakel? Ja. Und heute findet das Dünen-Derby statt. So viele Gelegenheiten, sich zu vergnügen. Die Straßen da draußen sind bereits voller Leben. Verzeihung, ihr wollt wissen, wo die königliche Umkleide ist. Na, es handelt sich natürlich um den prachtvollsten Raum in den Stallungen. Die befindet sich westlich der Kuppel. Viel Spaß beim Rennen. Du weißt ja gar nicht, ob ich mitmache. Ja, gut. Da ich schon mal da war, weiß ich, wo die Stallungen sich befindet. Hier dran, oder? Ah, Prinz Pharos, ja, seine Hoheit ist hierdurch in der königlichen Umkleide. Ihr dürft eintreten, aber bitte vergesst nicht, den nötigen Respekt zu wahren. Okay, let's go. Da bist du. Wow, coole Rüstung. Dein Sternen sei Dank, ich hatte fast schon befürchtet, ich würde tatsächlich versuchen müssen, auf ein Pferd zu reiten. Kommt jetzt, das Rennen wird bald beginnen und keine Angst, ich habe mein Versprechen nicht vergessen. Wenn ihr tut, was wir vereinbart haben, frage ich meinen Vater nach dem Zeug. Woher weiß der Typ eigentlich, dass ich auf dem Pferd reiten kann? Der hat mich ja nie wirklich gesehen. Auf einem Pferd. Aber gut. Ja, warum nicht? Alexus nimmt die Tracht und den Helm des Prinzen und zieht sie an. Okay. Ja, okay, ist dasselbe Outfit. Nur dass ich ein Helm trage.
wie für euch gemacht. Niemand wird auch nur für eine Sekunde den Verdacht hegen, dass ihr gar nicht der Prinz von Gallopolis seid. Also dann das Rennen beginnt gleich. Ich meine, euer Ross wartet draußen. Sobald ihr fest im Sattel sitzt, macht ihr euch auf den Weg zur Koppel. Die Rennbahn liegt dahinter. Wir treffen uns dann nach dem Rennen in den Durchgang, der zur Rennbahn führt. Ihr werdet mir dein Helm übergeben und niemand wird etwas merken. Geht jetzt und denkt daran, ihr seid der Prinz von Gallopolis. Und euer Publikum setzt große Hoffnung in euch. Lasst mich nicht als Trottel dastehen. Ja, ich versuch's. Die Ähnlichkeit ist wirklich frappierend. Okay, was für ein Wort. Niemand wird daran zweifeln, dass der Mann, der er vor sich sieht, der Prinz von Gallopolis ist. Ich hab's verstanden. Das hast du schon gesagt. Wo ist mein Pferd? Was ist hier los? Na, der schläft. Prinz Fall ist ja dieses wirklich euer Hoheit. Welch unerwartete Ehre. Oh, das ist Typhon. Ich hatte gehofft, wir würden einander auf einer Rennbahn begegnen, aber leider bin ich aufgrund einer Verletzung ans Bett gefesselt. Es ist sehr schade, wirklich sehr schade. Aber die Gelegenheit wird wiederkommen, da bin ich mir sicher. Und wenn es soweit ist, werde ich keinen Patron, kennen, okay. Ach, mein, okay. Euer Publikum erwartet euch, Prinz Pharaos. Eure getreuen Untertanen fiebern eurem Auftritt ungeduldig entgegen. Bitte begibt euch zur Koppel und reitet dann hinaus auf die Rennbahn. Okay. Na, da ist jetzt mein schwieriger Gegner davon. Was für ein Zufall. Dann wird das ja ein Kennerspiel. Das soll eigentlich wohl mein Pferd sein. Euer Hoheit, ihr könnt erst auf die Rennbahn, wenn ihr euren Ross bestiegen habt. Okay, wo ist mein Ross? Doch draußen irgendwo. Ist das mein Ross? Prinz Fares, es ist mir eine Ehre, mit euch zu sprechen. Wenn ich das so sagen darf, hoffe ich, heute den Sieg davon zu tragen. Es würde meine Tochter so unglaublich stolz machen. Das ist ein Rennpferd. Es scheint sehr aufgeregt zu sein. Das dünne Derby wird. Hoheit, ich der Tag des dünnen Derbys ist endlich gekommen. Stottere nicht so. Aber euer Hoheit, ich wisst ja heute eine recht stabile Haltung auf. Den Sanden sei Dank. Euer Hoheit, die Rennbahn ist in der entgegengesetzten Richtung. Ich wünsche euch für das Rennen alles gut. Ist das jetzt mein Pferd oder muss ich noch weiter suchen? Das ist nicht euer Pferd, euer Hoheit. Oh Gott, wo ist mein Pferd? Das ist ja auch nicht mein Pferd, oder? Seid gewarnt, Prinz Faris, wenn ich an einer Rennen teilnehme und dann um zu gewinnen, selbst wenn ich gegen ein Mitglied der Königsfamilie antrete. Naja, gut, gut. Hä? Ist mein Pferd doch irgendwie. Achso, ja, gut. Da mitten im Weg. Klar. Habe ich das Pferd vorhin übersehen? Naja. Ah, komm. Ich bleib nicht stecken. Dies ist der Zugang zur Rennbahn, euer Hoheit. Sind eure Vorbereitungen abgeschlossen? Ja. Sehr gut, euer Hoheit. Möge dir ein erfolgreiches Rennen bestreiten. Und wie? Geschickte Gruppenheilung. Ah, okay.
Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt mein schlimmster Gegner in dem verhindert ist wegen seiner Verletzungen. No ordinary Sand National. Hat er das nie gemacht? Nicht so oft, weil er solche Schwierigkeiten hat. Hooray! All hell, Prince Varys! Oha, die hat einen geilen Akzent. Die Pani da, ne. Die tanzt ja richtig fröhlich. Oh, such a fine figure of a man. Oh, da ist Eric und die anderen. It must be wonderful to be so popular, darling. But of course, you are used to it. Being a real live prince, huh? Oh, Reonaldo ist auch dabei, oder was? The name Silvano, by the way. One of the other riders had a little whoopsie, so I had to step in at the last minute. Ja, lol, cool. Ja, dann habe ich doch noch einen würdigen Gegner von mir. Where would be the fun in that? Try to keep up, little princey. Der Typ ist cool. Irgendwie mag ich ihn. Oha, Reonaldo ist schnell. Gott. Ah, das wird ein knapper Sonne. Letzte Runde, oh shit. Irgendwie ist der mein einziger Problem, wie ich mir dachte. Oh fuck. Ja, schaffe ich noch. Nice. Erster Platz. Habe ich es doch noch hinbekommen. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich Zweiter geworden wäre. Und jetzt? Oh, magnificent! I hardly dare think that you might actually win! Now quickly, my public await! I shall take the reins from here. Kannst du schon auf das Pferd halten? Ah, okay. Fear not, my friend. I have not forgotten my promise. I will discuss the rainbow with my father, just as soon as my people have finished showering me with adulation. Hoffentlich fällst du nicht vom Pferd.
Da fällst du nicht vom Pferd her. Mein Dash ist wieder phänomenal. Ja, der fällt fast runter. Prinz Fares tritt hinaus auf die Rennbahn, wo er vom begeisterten Jubel der Zuschauer empfangen wird. Oh, ob das gut geht. Praise the fates, our plan was a success. Cool, freut mich für dich, Prinz Fares. Thank you. You have spared me great humiliation. I will go immediately to my father and ask about the rainbow. Na, jetzt kommt der Typ. Der hat das schon geholfen. All hail, Prince Faris, pride of the desert, horseman extraordinaire. Darling, you are fabulous. It was enough to bring a tear even to my jaded eye. Wait, don't tell me you were... Surely you didn't let your understudy take the stage for the command performance? Oh, this is too good! Ja, das hat er schnell gerochen. Wait, but you do not understand the pressure I am under. A prince of Gallopolis who could not ride a horse is a disgrace to the kingdom. Oh, okay, jetzt hat er's verraten. Gut gemacht, Fares. I did what was necessary. Yes? And there was silly old Silvando thinking that knights never retreated in the face of adversity. Silence! I am the prince of this kingdom, and I will not have a traveling jester lecture me on chivalry. Oha, jetzt hört er raus. A thousand pardons, your highness. Nur weil ich sein Outfit trage, könnte man meinen, dass ich sein Doppel war, dass ich für ihn da geritten habe. Alles klar. The Sultan wishes to see you, your highness. Your magnificent display of horsemanship has pleased him greatly. Wenn das nicht mal schief läuft, ich denke, das könnte wirklich ins Hose gehen. Very good. Irgendwann mal. I will come right away. Wie gesagt, haben Lügen kurze Beine. Sie kommen nicht recht weit, wenn man zu viel lügt. Verstanden, ich werde ihn umgehend aufsuchen. My promise still stands. Come to the throne room in a little while. We will see what can be done about this branch of yours. So nice to see a royal with the common touch. You were wonderful out there today, darling. Maybe we'll get to share the stage again soon. Dynamisches Double. Dafür, dass du als Double von Prinz Fares am Twin Derby teilgenommen und ihm somit mächtig aus der Patsche geholfen hast. Ob das ihm nichts in die nächste Patsche hinein bringt, wenn ich das gemacht habe. Und jetzt. Plaudern kann ich noch mit. Oh, jetzt sind die irgendwie bei uns. Tja, zum Glück haben wir das jetzt hinter uns. Das ist aber das letzte Mal, dass ich Mitgliedern von irgendwelchen Königshäusern einen Gefallen tue. Apropos, offenbar ist Prinz Fares zum Palast gerufen worden, weil der Sultan mit ihm sprechen möchte. Ich denke, wir sollten uns auch dorthin aufmachen, Kaxus. Holen wir uns den Schillerzweig und sagen wir diesen schrecklichen, schweißtreibenden Ort dann auf Wiedersehen. Was sagen die Schwestern? Na sowas, Kaxos, du hast da draußen ja eine richtig beeindruckende Leistung gezeigt.
Aber es hat mich geärgert, dass alle dich für diesen doofen Prinzen gehalten haben. Ich meine, der Typ kann dir überhaupt nicht das versagen. Oh, ich fühle mich schon geschmeichelt. Danke für diesen Kompliment, Veronica. Are you alright? Man hat Herrn Leonardo überhaupt nicht angesehen, dass er erst in letzter Minute als Erstsatz eingesprungen ist. Er war so schnell und trotzdem wirkte es so, als würde er sich gar nicht richtig anstrengen. Frage mich, wo er gelernt hat, all diese tollen Dinge zu tun. Ich meine, erste Zirkusvorstellung ist das. Ja, er ist wirklich ein Talent. Bursche. Naja, das ist die Mission, was ich noch machen muss. Dafür muss ich aber erstmal dahin kommen. Nichts. Meine Güte, ich schon sprinten. Mit R2 laufe ich. Ach, hi, also. Moment. So. Was willst du jetzt? Prinz Faris ist im Thronsaal, glaube ich. Geht direkt hier die Treppe hoch. Ah, jetzt kommen die Zuschauer. Eins würde ich jetzt gerade sagen, keine Ahnung. Ja, genau. Ich streame schon über eine halbe Stunde. Unglaublich. Truly, I am humbled. All I have ever desired is to fulfill my duties as a prince and as a knight. Was? Noch immer nicht. Ich hab das einmal umgestellt. Das müsste eigentlich anzeigen. Momentchen. Und jetzt müsste es hoffentlich anzeigen. Father, if I may, I have promised to assist these travelers. Would you permit me to explain? Gladly, my son. It warms my heart to see you aiding those in need. Truly, you have taken the knight's pledge to heart. Ja, aber bevor ich mit dem Stream richtig losgestartet habe, habe ich nochmal extra bei Kategorie das nochmal gesaved. Da dachte ich mir, ich müsste das dann abgespeichert haben und anzeigen, das Spiel. Aber das muss ich irgendwie 2, 3, 4 Mal speichern und eingeben. Unglaublich. Thank you, Father. The truth of the matter is that my friends here have come to Gallipolis in search of the rainbow. Oh, was kommt jetzt? Majesty, the beast has returned. It attacked one of our men while we were out on patrol. Hört sich nach einem Job für uns an. The Slayer of the Sands is back. Why must the accursed creature always appear on this, the happiest day of the year? Oha, jetzt kommt er. We will stand for this no longer.
Ja, I must dispatch my finest knights and ensure that the fiend never again returns to terrorize the Celestial Sands. But wait. Einen Moment. Was? Kommen wir jetzt ins Spiel? The fates are speaking to us. Capturing the Slayer would be the perfect way to show your people what a fine knight you have become. Oh, jetzt dürfen wir das nächste Problem von ihnen von dem Prinzen ausbauen. What? But oh, Father, so many of our bravest men have confronted the creature and perished. Okay, jetzt zeigt das einmal aus Gesicht. I do not stand a chance. Truly, it is the most able who are the most humble. But you cannot hide your true feelings. You are trembling with excitement. This is your moment, Faris, my boy. Capture the Slayer and take your place in history. Oha, der Vater will seinen Sohn in den Tod schicken. Was für ein herzloser Mann. But very well, Father. Yay! I shall begin my preparations right away. A thousand pardons. The rainbow will have to wait. Meet me in my chambers. There is some strange Faris. Er hat keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Und meinst du seinen Vater? Dass er seinen Sohn unbedingt loswerden möchte? Prinz Voraus, ich glaube, sein Hund ist in sein Gemächer zurückgekehrt, um sich auf seine Expedition in die Sande vorzubereiten. Wenn ihr mit dem Sprecher auf wollt, findet ihr seine Gemächer am Fuße der großen Treppe, aber bitte stellt seine Verbreitung nicht. Ja, der Vater, okay. Alles klar. Oh, please. Please, I beg of you. The Slayer of the Sands will tear me limb from limb unless you aid me. Have pity on a desperate soul. Der Prinz fleht seine Bürger an, die Drecksarbeit für ihn zu machen. Alles klar. Spoken like a true desert knight. Seriously, can't you handle this on your own? No! No, such a thing is impossible! I am no knight! I neglected my training! I allowed my vassals to fight all my battles for me! Oh, it is not my fault. I am an only child. I was coddled from birth and praised for the most insignificant of achievements. I did not wish to disappoint my parents or my people, so I found ways of seeming to fulfill their expectations without necessarily doing so. Danke für den Raid, Nessie. Ich wollte meine Eltern noch, But the more I fulfilled, the more their expectations grew, and now finally they expect the impossible. Oh, it's so unfair. Ich bin schon fertig mit so einem Spiel. Aber je mehr ich sie füllte, desto größer wurden ihre Erwartungen. Ja, gut. Das ist ziemlich blöd, wenn es so abläuft. Man sollte am Boden der Tatsachen bleiben. Don't you see? If you refuse to help me, I will be sent to my doom.
and through no fault of my own. Please, cooler Prinz. Will you take pity on your old friend? Oh, thank you. 10,000 thank yous. And fear not. So nice. I will speak to my father about the rainbow as soon as the beast is captured. Oh, cool. Oh, yeah, good. We must make preparations to depart immediately. I will await you at the castle gates. Palastro. Ist das der Eingang? Pathetic excuse for a prince. Goodness knows what will become of Gallopolis with him in charge. Naja, wenn er das sagen hat, muss er eigentlich nichts mehr machen. Nur die Leute anschaffen. Oh, we mustn't be so hard on him, Veronica. I'm sure it can't be easy growing up with everyone expecting so much of you. Ja, die Accents in diesem Spiel sind schon etwas merkwürdig. Zum Teil. Oha, jetzt sind es 14 Zuschauer. Stark. Jetzt habe ich meinen Rekord gebrochen. Gut. Ich denke, diesmal lasse ich die Leute sein. Kann ich etwas Besonderes kaufen? Ups. Blumenstuhl. Kostet 950. Ja gut, Moment, was hat das für Effekt? Hat das irgendeinen besonderen Effekt? 8%ige Chance, Feind mit einem Angriff zu nehmen, das ist gut. Nehme ich sofort. Oh, okay. Möchtet ihr das? Okay. Was geben wir in den Beutel? Ja. Nice. Hat man da überhaupt eine begrenzte Anzahl an Items, die man tragen kann? Ja, das scheint schon voll zu sein. Jetzt wurde es leiser. Ja. Welches Level sind wir? 12. Okay, komm. Gehen wir. Ah, da seid ihr. Ich habe meine Männer angewiesen, vor deinen Stadttoren zu warten. Kommt und gesellt euch dort zu uns, sobald ihr bereit seid. Nee, fehlt mir noch. Aber ich habe schon das Häschenohren und die Netzstrümpfe. Nee, fehlt mir nur noch das Kostüm. Your Highness, but how could you do this to us? You have volunteered us for certain death. Nicht unbedingt. Wie, ich kann mir das kaufen. Fear not, trusted retainers. We do not journey into the jaws of danger alone. Ha!
Impeccable timing as always. Allow me to introduce our knights in shining armor. These brave adventurers have agreed to capture the Slayer for us. Now, the Beast Lair is said to be located deep within the Celestial Sands. Oh, jetzt kann ich dahin. The fastest route is through the checkpoint to the west. We march immediately for Gallopolis. Du freust dich total. Yeah. Der einzige Motivierende ist der Angsthase, Prinz Faris. Room for a little one? Oh, I'd hate to miss a good beast hunt. So ein spaßiger Monster würde ich nur ungern verpassen. Oh, ja, Rinaldo ist auch dabei. Das ist nett. There's no such thing as a good beast hunt, friend. If I were you, I'd run along back to the circus. Ja, ich glaube, Monster kann auch viel Spaß machen. When aren't you just a lovely, patronizing little dear? Look, I'm worried about the half-wit prince getting himself killed. Can I come with you or not? Ja gut, wenn du das auch machst. At least one of you has some sense. Lead on, darling! How? Cool. Der wird wahrscheinlich wieder so dabei sein, ne? Und später sich erst anschließen unserem Team, ja. So. Wow, okay, jetzt wollen es wieder 5. Naja, klar. Ist sicher nicht das Spannendste, was man hier sieht. Wenn du L3 gedrückt hast, kannst du die Umgebung durch die Augen des Helms betrachten. Lass den Blick schweifen und nimm ein paar Screenshots aus dieser Perspektive auf. Okay. Wäre mir eigentlich aufgefallen, wenn ich da das Häschenkostüm kaufen könnte, aber ich kann auch mal nachschauen. Ach so, das Tänzerin-Kostüm meinst du? Also dieser Gegenstand ändert das Aussehen, wenn er getragen wird. Ach so, okay. Nur für Serena. Oh, und das kostet viel zu viel. Ja, gut. Ich brauche sowieso Money erst, damit ich mir das überhaupt leisten kann. Gibt's da sonst noch irgendwas? Nee. Okay, mir hinterher. Lol. Ja. Ach du meine Güte, sie seht euch nur an, was für eine Fischerbursche ihr doch seid. Ich möchte euch gerne das unbezahlbare Geschenk des Olala gewähren, würdet ihr mir dies gestatten? Schon wieder? Ich habe mich das letztes Mal schon gemacht, aber wieso nicht? Damit ihr das auch mal seht. Ja. Kalxus lässt seine Freunde zurück, verspürt dabei aber eine gewisse Nervosität. Ich finde es auch merkwürdig, dass die das einfach so auf der Etage machen. Nicht in einem Zimmer. Ja, gut, mach das. Mhm.
was man sich dabei denkt. Oh, nicht übel, oder? Mein Ohlala kann sich sehen lassen, jawohl. Haha. Oh, er ist der Ohlala-Künstler auf der ganzen Welt. Okay. Das klang jetzt nicht ein wenig zweideutig, was da passiert ist. Also, wie war's? Klingt toll, also wollen wir dann mal. Erik, total ungeduldig. Naja. Das mache ich jetzt täglich. So, Renaldo, du musst gar nichts. Du kommst einfach so hinterher. Ja, was das wohl zu bedeuten mag. Das wird jetzt lustig. Ich warte, bis Nacht ist. Weil da kann ich ja mit dir noch eine Quest erfüllen. Irgendwas Spannendes, was ich herstellen kann. Habe ich alles schon. Das ist nicht wirklich gut. Ich könnte umwandeln. Umarbeiten. Hoffentlich geht das nicht schief. Sehr gut. Immer noch. Vermutlich sehr gut, okay. Ja, gut. Es hat plus 2. Besser als gar nichts. Noch etwas, was ich umwandeln kann. Netzstrümpfe. Auf jeden Fall kann ich das nicht. Perfekt. Ich glaube, das lasse ich dann lieber. Oha, das ist ziemlich hinausgeschossen. Ziemlich gut, okay, das ist hört sich scheiße an. Und jetzt? Plus 1 wahrscheinlich, oder? Ich glaube schon. Ja. Plus 1. Naja. Habe ich nicht gedacht, was ich noch Chemie könnte. Dafür mir die Sampe an.
Naja, egal. Oh ja, jetzt ist Reinaldo dabei. Mal sehen, was er so sagt. In Ordnung, mein Lieber. Hör zu, wenn wir von Gallopolis aus nach Westen marschieren, stoßen wir auf zwei Kontrollpunkte. Der nördliche führt zu den Trabantensanden, wo dieser garstige Wüstenhüter lauert. Wir sollten unserem Prinzlein keine allzu großen Vorsprung lassen, also brechen wir besser schleunigst dorthin auf. Ja, gute Idee. Reinaldo ist vielleicht ein wenig anders als die meisten Leute, denen man begegnet, aber es könnte durchaus spaßig sein, ihn dabei zu haben. Und in einem Kampf wäre er bestimmt auch ganz nützlich. Setze ich auf jeden Fall nicht so an, als würde er uns nur aufhalten. Und wenn er uns hilft, den Wüstenwüter zu fangen, dann haben wir doch keine, eigentlich nichts zu verlieren. Und ich kann schon nicht mehr lesen. Ich fühle mich hier draußen schon viel sicherer, seit Herr Reinaldo sich uns angeschlossen hat. Ich meine, du hast ihn ja im Zirkus gesehen. Vom Dünen-Derby ganz zu schwanger, er ist zweifellos sehr talentiert. Ja, der Wüstenwüter scheint furchterregend zu sein, aber ich weiß, dass wir ihn fangen können, wenn Reinaldo auf unserer Seite ist. Derek? Herr Malcaxus, bist du dir sicher, dass du diesen Reinaldo mitnehmen willst? Mir kommt das ein wenig so vor, als ob er sich uns aufgedrängt hätte. Oha, fühlst du dich irgendwie zu nahe getreten von Reinaldo? Ich meine, wir sind immer noch auf der Flucht und er würde uns wohl kaum helfen, nicht allzu sehr aufzufallen. Ah, das sind deine Bedenken, okay. Nein. Ich will ausruhen. Bis in den... Nein, ich bin teuer aus dem Hoch. Ich wollte bis in 8 aus dem Hoch. Egal. Dann mache ich das eben nochmal. Weil nur nachts sind die bestimmten Monster aktiv, die ich für die Quest brauche. Nein, jetzt passt. Schnell speichern. Eine seltsame Stimme klingt aus der Ferne. Alle vier. Also. Ich dachte schon, irgendwas anderes passiert. Na gut, dann speichern wir mal. Ja, hoffentlich geht das nicht schief. Ja, und natürlich will ich die Vorsitzung. Oh, ist schon wieder 11:15. So. Dann auf zum Kontrollpunkt. Mitten im Nacht. Halt, der Wüstenwitter treibt sein Unwesen. Ich kann es euch nicht gestatten. Ah, ihr seid diejenigen, die Prinz Faris begleiten werden, ja? Ich bitte vielmals um Verzeihung. Seine Hoheit hat uns diese Anweisung erteilt, euch passieren zu lassen. Sehr nett von dir, danke. Wo sind jetzt diese Viecher? Was ist das überhaupt? Oh, da sind solche Kakteen. Ah, die haben schon ab. Was sind das? Metallschleime. Okay. Oh, einer greift sogar an, das ist gut. Was ist da jetzt am besten? Kann ich ihn nicht vergiften? Ja, toll verfehlt. Hast du irgendwas? Nice, okay, wenn er da bleibt, dann können wir ihn fertig machen. Ich hoffe, der hat jetzt nicht ab.
gibt extra einfach. Meine Güte, jetzt verfehle ich nur. Alles klar. Come on. Ja, down. Es gibt extra RP. Nice. Der Schemen, okay, das ist nicht der Gegner. Das ist Fuhu. Das ich suche, meine. Okay. 2000. Das ist gut. Nice. Reicht für ein Level Up. Neue Zauberland. Okay. Edge und Peng. Gleich zwei Magie. Okay. Sie lernt auch neue Zauber. Beschleunigung. Okay, das ist gut. Oh, sind da irgendwo auch Gegner, die ich erledigen kann? Oh, oh, oha. Ich glaube, das ist dieser Gegner, den ich suche. Ich hoffe, der tötet mich nicht. Oh fuck, der schaut brutal aus. Oh scheiße, der macht Schaden. Fuck, das ist nicht gut. Das könnte böse ausgehen. Ja. Jetzt mal an dich selber, damit du schneller heilen kannst. Na, da wird viel Heilung benötigt. Dein Ernst. Edge, hätte eine Gruppe von Gegnern davon, Magie zu verwenden. Oh, ich weiß gerade nicht, ob diese Gegner wirklich Magie hat. Und natürlich verfehlt. Und wieso bist du jetzt so langsam, Serena? Na, dann machen wir mal Peng. Toll. Das ist jetzt nicht gut. Gegenstände. Heilkräuter. Wenn es auch nicht viel ist. Könnt ihr wieder aufstehen, bitte? Danke. Erstmal mich selber holen. Yes, jetzt ist Serena. Thanks. Müsste jetzt nur noch Eric und Coxus in den kräftigen Modus kommen. Wäre cool, wenn du mal verseucht wärst. Achso, okay. Wie viel Leben hat der noch? Nicht mehr viel. Machen wir mal Knirsch. Oh, scheiße, er ist besiegt. Oh, ich hoffe, ich begegne noch einen. Oh, cool. Keine Truhe oder sowas. Vielleicht respawnt er wieder.
Wer ist das und was passiert hier? Ich bin ein Forscher und komme aus Finnland. Der Sultan von Kalopolis hat mir eine Sondergenehmigung erteilt, diese alte Ruine zu erkunden. Die Sterne sind hier in der Wüste besonders klar zu sehen, deshalb glaube ich, dass diese Steine bei einer Zeremonie verwendet wurden, die mit den Sternen zu tun hatte. Okay. Komm an, nochmal. Ich will nochmal gegen dich kämpfen. Ich will die... Oh, Metallschleimer auch noch. Toll. Das wird spaßig. Der eine flieht, der andere bleibt. Was zum Teufel? Oh, scheiße. Fuck. Ja, come on, jetzt sterbe ich hier noch. Was bringt eigentlich antiker Sehen? Halt alle verbinden und bewegt das LP sich für eine Weile automatisch regenerieren. Ich will weg hier. Danke. Ja, okay. Ich hau wieder ab. Das lief jetzt total beschissen. Okay. Ja, schon da. Ich glaube, jetzt muss ich wieder zurück in die Kirche. Kann das sein? Okay, ich lebe wieder irgendwie. Durch Magie. Oh Moment, da kann ich ja wiederbeleben. Neunte Goldmünzen, okay, das geht noch. Nice, Erik ist wieder auferstanden. Erstmal wieder bis ins nächste Nacht ausruhen. Oh, Levelaufstieg. Dank der im Zuge seiner Abenteuer gesammelten Erfahrung hat Kalxus neue Handwerksfähigkeiten erworben. Kalxus maximales Potenzial erhöht sich um einen Punkt. Alles klar, aber ich will da nichts machen. Money habe ich jetzt auch nicht gerade viel. Also für die Quest muss ich mit Serena, Erik und mich selber gekräftigt sein. Ich weiß jetzt nicht, ob Serena noch gekräftig ist, aber wenn ja, dann heißt, dann müsste ich nur schaffen, dass Erik und ich selbst noch gekräftigt werden. Was kann ich da üben? Ja, die machen auch schon ziemlich schon irgendwie. Ja, versorgt. Der hat, glaube ich, einen kleinen Feuerresistenz, diese Krabbe. Hymne des Feuers hätte ich eigentlich auch nutzen können bei den Weibern. Fällt mir gerade auf. Ah, come on. Ach so, ja.
Irgendwie kommen da Metallschleimer. Moha. Die Maus hat irgendwie eine Explosionsschwäche. Oh, Cole verfehlt. Nice. Der tut weh. Natürlich verfehlt er. Er könnte nicht treffen. Oh yeah. Oh, Eric ist schon auf Level 14. Wieso ist er schneller ein Level up als wir? Und wo bist du? Wyvern? Ah, da. Weibern, sage ich schon, Spitzwürm. Okay, nur Veronika hat's getroffen. Ich heil mich lieber mal. Dann mach ich mal Hymne des Feuers. Macht trotzdem noch viel Schaden. Ja, ein wenig müsstest du noch ausatmen. Könnt ihr jetzt bitte mal kräftigt werden. Ah, jetzt kann sie auch wieder. Nö, die haben irgendwie gerade keinen Bock, gekräftigt zu werden. Naja. Stirb einfach. So, jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich hoffe, ich gehe nicht drauf. Wenn das als Zauber gilt. Ja, gut. Jetzt ist ihre Kräftigung weg. Jetzt ist es mir auch egal. Und schon wieder halbtot. Wow. Unglaublich. Nee, komm, dann lasse ich das mal. Bis ich eine Methode gefunden habe, wo ich die Instant craftigen kann. Oder die Wahrscheinlichkeit einfach erhöht wird. Naja, Level 14. Abblendung, okay. Ja, aber mal schauen, was ich jetzt so machen kann. Schwert, Chance auf kritischen Treffer. Drachenhieb. Das hätte ich eigentlich. Zick, lässt Blitze auf einen Gruppen von Gegnern niederfahren. Und Plop sorgt dafür, dass eine Gruppe von Gegnern sich in Luft auflöst. Okay. Ja, gut, dann warte ich noch ein wenig mit ihm. Wie sieht es mit Eric aus?
Some hip kleptomane. Synkopangriff. Ein Angriff, der alle Feinde trifft und Schleim und Schwimme. Oh, Moment mal, ich würde ihm das hier geben. Ah ja, da muss ich noch etwas warten. Oh, und bei Veronica oder bei Serena, wie sieht's aus? Kann ich da etwas machen? Dämonenlähmer. Ach, das. Ja, und dann machen wir das mal. Was hat sich da jetzt getan? Keine Ahnung, Antimagie. Eine Arkane kannst du dir einen Feind mit hoher Wahrscheinlichkeit am Wirken von Zaubern hindern kann. Ja, das ist praktisch. Ah, oh, das ist auch nice. So, und was kann Serena noch? Irgendwas Besonderes? Magische Heilkraft mit Zauberstimmen bis 10. Tierische Hiebe mit dem Speer. Ne, das lasse ich mal ein bisschen. Ja, gut, dann nehme ich das hier mal. Teuflische Versuche und Angriff, der Dämonen schweren Schaden zuführen kann und sie bisweilen auch noch betört. Das ist wirklich cool. Stellt nach einem Sieg 1 bis 2. Okay, das ist das wieder. Ja. Gut. Dann warte ich noch vor. Moment, ich will noch mal kurz nachschauen. Und jetzt noch Fragezeichen. Knick, Knack, Knall. Puppende Funken schützen einen einzelnen Gruppenmitglied vor Start zu landen. Okay. Alma Mater lässt ein Mitglied der Gruppe sofort vor den Angriff ausweichen, sofern es noch wenigstens die Hälfte seiner LP hat. Okay. Gibt es da nicht irgendeine Magie oder sowas, die Kräftigung steigern kann? Oder die Wahrscheinlichkeit halt noch vergrößert, dass die gekräftigt werden? Ach ja, da ist eine Lösung dabei. Und Rundumschlag. Muss ich mir dann bei Renaldo mal anschauen, ob er den Einmove auch kann. Hymne der Erde. Hymne des Sonnes, okay, die ganzen Hymnen. Ja, ich denke, Veronica wird's nicht haben. Statt der Lösung. Ach, sie kann auch einen. Interessant. Aufs Ohrhauer. Okay. Also, wie es aussieht, gibt's da bei denen nicht. Oder das Weißen lässt einen ätherischen Wind herausziehen, der die MP des Nusses allmählich wiederherstellt. Ja, ne, komm, lassen wir. Fahren wir fort mit dem Spiel. Oh, da ist auch ein Rastplatz. Und da ist auch ein Spitzwurm. Ist das Lagerfeuer? Ach da. Komm, versuchen wir noch einmal. Das sind wenigstens Gegner, die Schaden machen. Oh, ich sehe gerade, dass Eric ein wenig geschwächt ist. Naja, nee, komm, zur Sicherheit haben wir Eric. Ich will nicht, dass er nochmal drauf geht.
Abblendung. Achso. Genau. Ne, machen wir mal Knirsch. Naja, tut es sicher weh. Immer auf Ehre, gell. Was hast du für ein Problem? Spitzwim. Immer auf Ehre gehen. Weil er keine Defense hat. Stärkung. I hope this helps. Schwierigkeitsgrad geht eigentlich, würde ich behaupten, und natürlich lohnt sich das Spiel. Es ist egal, das ist Dreamquest. Aber musst du wissen. Ja, ich finde es halt ziemlich gut, Dreamquest 11. Auch wenn es halt Elemente nicht besitzt, was Dreamquest 9 hatte. Oha, Erik ist schon wieder fast tot. Natürlich. Oh, jetzt rastet er aus. Und weg ist er. Gut gemacht, Leonardo. Veronica wins again. Okay, jetzt mal noch raus. Geh weg. Geh weg, danke. Und was sagen unsere Helden? The heat, the dry air, it is too much, too much. Let us spend the night here. The monster will have to wait. Oh. There you are. As you can see, I have decided to set up camp. We will continue our quest. Ne, kann jetzt schon nicht mehr. Was für ein Waschlappen. You get your beauty sleep, Princey dear. You've got a hard day of getting us to do your dirty work for you to be preparing for. Come on, you. Let's have a sit down and a nice chat, shall we? Ja klar, warum nicht? Kann nur das bis morgen warten. Ich versuche das später nochmal. So, two boys and two girls out on a lovely adventure together, huh? How romantic. But what kind of adventure, I wonder? Come on, spill the beans. To be perfectly honest, we're none too sure ourselves just yet. Okay. Ich dachte, wir suchen nach den Yggdrasil. But for the moment, we're trying to get to Yggdrasil. We need to understand more about the mystery surrounding the Luminary, you see? Ach so, ja. It's all to do with a horrible being called the Dark One. He wants to bring death and destruction to the world. And we want to stop him. All right, Big Mouth, that's enough! You don't need to tell the Jolly Jester a whole life story. We barely know him. My. So there's a dastardly villain coming to steal all the smiles and laughter from the world. And you four heroes are on a daring mission to stop him before it's too late. Oh, now that does sound fun.
Und da hat sich Reynaldo dazu entschlossen, uns zu folgen. You got a strange idea of fun. What about you, Silvando? What made you leave home and set out on the road? Oh, you don't want to hear my boring old stories. We've got a big day ahead of us tomorrow. Come on, kiddies. Belly boys. Ach so, das will er nicht sagen. Well, aren't we full of mysteries? What's his deal? Was sehen wir irgendwann mal? Guten Morgen, Leute. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ein Wüstenhüter wartet darauf, von uns gefangen zu werden. Das Prinzlein und seine Freunde sind aufgebrochen, sobald es hell wurde. Wir sollten uns beeilen, wenn wir sie anholen wollen. Oh. Erstmal Sprache. Das ist immer am wichtigsten. Ja, den Wüstenhüter würde ich noch gerne noch machen. Bevor ich aufhöre. Oh, was sind denn das für Viecher? Achso, die Krabben. Das sah jetzt leicht merkwürdig aus. Ich schätze mal, beim hochgefährlichen Halbinsel irgendwo da oben müsste das Vieh sein. Was wir suchen. Oh, eine Schlange gibt's jetzt auch. Wie die Welt nach mir sind. Besiegt, okay, das ist so. Ja, keine Leicht. Ja. Mal sehen, wie der Wüstenhüter wird. Wüstenhüter. Ach so, das. Ist das schon oder was? Nee, das ist ein Wurm. Der Spitzwurm schläft, ja. Cool, kann ich ihn jetzt einfach so töten. Lol. Okay. Oh, jetzt ist er aufgewacht. Ja, gut, dann kann man ihn auch am Tag bekämpfen. Wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, am Tag sieht man ihn gar nicht. Oh, cool, versorgt. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Oh, du... Oh. Mistkern. Immer auf Ehre gehen. Starker zu, das ist gut. Erik braucht unbedingt mehr Abwehr. Das kann so nicht weitergehen. Wie viel macht ich auch bei ihm? Ah, genau so. Ja, immer auf die Schwachen gehen. Ja, auf die Schwächen gehen. Ah, so vorher selber. Erneut versorgt, lol.
will kein Risiko eingehen. Also Erik und Kalxus können nicht einmal gekräftigt werden. Unglaublich. Und leicht nervig. Perhaps this will help. Oh, okay, jetzt geht auf mich. Einfach angreifen, dann müsste das schon reichen. And don't come back. 243 Erfahrungspunkte, ob sich das jetzt auszahlt. War da nicht irgendwas? Nein, egal. Na, verpisst euch bitte. Ja, müsste reichen. Oh, da sind sie ja. Dann kann der Wüstenhüter nicht wert sein. The Slayer of the Sands was last seen here. Ah. The cowardly creature is nowhere to be found. It must have fled in fear. Let us return to the castle and inform my father of our success. Immer positiv denken. Nee, das ist schon naiv. Und er taucht das auf einmal auf. The Slayer of the Sands is among us! Und wie sieht das hier aus? Okay. Adam Principu, show that filthy thing what real knights are made of. Mal sehen, wie dieser Bosskampf wird. Looks like poor old Ferris has been struck down with stage fright. You soldiers, beat the ears and look after him, will you? Come on, gang. This little drama needs a hero or two. Ah, okay, jetzt wird er gekräftigt. Du bist witzig. Er zeigt einen großen magischen Zirkel, wenn er im Wirkungsgrad ist, wenn Anfälle für Attacken, die auf Feuer und Erde passieren. Okay. Erstmal versuchen zu versuchen. Oh, Erik sieht leicht angeschlagen aus. Erik braucht die Abwehr. Klasse. Ich finde das sehr witzig. Dass die jetzt hintereinander gekräftigt werden. Ich versuche. Das würde ich gerne herausfinden. Stärke die Fähigkeit. Frag mich, wie das aussieht. Ah, schade. Nicht geklappt.
Okay. What? Okay. Der Schaden ist nicht schön für Veronica. Komm, jetzt werden alle gekräftigt. Zirkel der Zerstörung, beschwör deinen magischen Siegel herbei, dass die Chancen deiner Gruppen kritischen Zauber zu wirken enorm erhöht. Und Zirkel des frostigen Sturms, beschwör deinen magischen Siegel herbei, dass die Resistenz aller Feinde gegenüber Eisblitz und Energramm reduziert. Oh, ach so, okay. Ich glaube, das lasse ich mal. So. Ja, komm. Versuchen wir mal. Sorry. Das ist ja vielleicht besser. Ich warte lieber noch ein wenig. Na, jetzt blockt er das ab. Oha. Okay, dann machen wir mal. Im orangen Bereich. Das ist irgendwie ähnlich wie Pokémon aufgebaut. Von der Warm her halt. Wenn das alles okay ist vom Leben her, sind die glaube ich grün. Wenn es kritisch wird, auch ja, wenn die Hälfte abgezogen sind, dann sind sie orange und wenn es kritisch wird, halt, schon dunkel. Was will ich machen? Oh Gott. Multiheilung wäre nicht schlecht. Erstmal Serena, damit sie überlebt. Kannst du mal sterben? Beziehungsweise, ja, jetzt ist er versorgt. Geht also. Serena nur im Heilen. Das ist wichtig für eine Heilerin. Okay, das geht. Gleich müsste er tot sein. Nicht ärger. Ja, komm, Knirsch. Ich hoffe, du bist jetzt gleich down. You're not gonna like this. Nice, Eric. Den Knallschuss gegeben. Okay. 1440 Erfahrungspunkte und 1000 Goldmünzen. Gut. Serena Stufe 14 und neue Zauber erlernt. Säusel.
Okay. Ist sicher gut. Ich warte ja noch mit den Talentpunkten. Weil das bei einem Level-Up nicht viel bringt. That will teach you to be so grumpy. Now, hold nice and still while I tie you up. Das macht er sicher gerne. Oh, wie schnell er kommt. Ein richtiger Lüsterbüste. The battle is won. The Slayer of the Sands is bested. All in a day's work for the Prince of Gallopolis. You saw me, man, did you not? You saw the people's prince defeat the fiend that terrorized them so. Ja, natürlich, das warst du. Yes, Your Highness. Of course, Your Highness. Hm. 17 Minuten noch, dann habe ich genau 2 Stunden. You have my thanks, friend. My heroic feat would not have been possible without your valuable contribution. I still have not forgotten what I promised. I will speak with my father about the rainbow upon my return. You may rest assured of that. Na, hoffentlich. Sonst war das Ganze voll really, für die Katz. That's how you're gonna play it? And what do you think they'll be expecting of you next, huh? You speak as though I have a choice. Are you suggesting that I disappoint my father and the citizens of Gallopolis? Musst du wohl oder übel? I'm not suggesting anything, darling. You do what you need to do. To Gallopolis, men! We return as heroes! Yeah! Oh, well, this feels all kinds of wrong. You're right, Silvando. Nothing's going to change if he keeps on pretending. Oh, I think the poor boy knows that well enough. All he needs is a little push. Anyway, I'd better be getting along. I'm sure we'll bump into each other again soon. Ciao for now, my loves. Okay, schade, dass du uns verlassen musst. Ah, hochgefährliches Arbeiten. Und da ist noch ein Tor unten. Gelbes Kleinod, okay. Nö, also ich werde ganz einfach teleportieren. Geht ja eigentlich. Süden von Gallopolis. Naja, komm. Auf der altmodische Art. Oh, okay, schon wieder ein Stufenaufstieg. Ja, reden wir noch mal kurz mit unseren Leuten. Dank der im Zuge seiner. Ja, kennen wir eigentlich schon. Am einen Punkt. Nö, erstmal nichts. Oh, jetzt habe ich 2013 Goldmünzen. Oh, jetzt ist die Frage, Lederumhang, soll ich das kaufen oder nicht? Und nur eine bessere Abwehr.
Um 9. Ich denke, das ist. Ich frage mich, woher Leonardo hin ist. Ich weiß, er war nicht lange bei uns, aber ich hätte das Gefühl nicht los, dass wir ohne ihn verloren gewesen wären. Na gut, daran darf ich jetzt nicht denken. Wir müssen Prinz Fares nach Gallopolis folgen und uns beim Sultan den Schutz verkaufen. Also irgendwie hat der Rio nur angegriffen, mehr nicht. Keine Magie bewirkt oder sowas. Etwas Hilfe war schon, aber jetzt nicht eine großartige Hilfe. Hast du die Unterhaltung zwischen Leonardo und Prinz Fares mitbekommen, Kalkus? Der Prinz schien nicht gerade glücklich darüber zu sein, was aus seinem Leben geworden ist. Man könnte fast Mitleid mit ihm haben, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Wir haben uns den Schillerzweig verdient. Lass uns in die Stadt zurückkehren und den Sultan bitten, ihn uns auszuhändigen. Ja. Dieser Prinz war es darauf bestanden, dass wir den Wüter lebend fangen. Wäre es nicht das Beste für alle, wenn wir ihn einfach den Chaos machen würden, sobald sich die Gelegenheit bietet? Bestimmt will er nur vor seinem bewunderten Publikum in der Stadt mit seiner Trophäe angeben. Mann, der Kerl ist ein richtiger Idiot. Ja. Auch Idioten gibt es in dieser Welt. Ne, gespeichert habe ich glaube noch nicht nach diesem Bosskampf. Ja, mal sehen. Das mit dem Schillerzweig mache ich noch und dann werde ich den Stream wahrscheinlich beenden. Ich weiß nicht, vielleicht versuche ich nächstes Mal wieder kurz am Anfang die Wurmquest abzuschließen und wenn es wieder nicht klappt, dann einfach weiter mit der Story. Aber es bringt sicher mehr Erfahrung. Mal sehen, wie das ändert. Fares, your prince, my son, our hero, has vanquished the Slayer of the Sands. Hey! Yeah, that's it! Yeah! The future of our kingdom is surely safe in the hands of one so gallant and chivalrous as he. Now come, heroic conqueror. Address your people! Beloved Gallopolitans! Yes, I captured the beast, but I did not act alone. Ich weiß nicht, ob du noch da bist, Taylor, aber was die Schwierigkeitsgrade angeht, kannst du da am Anfang des Spiels noch was ändern. Du kannst dir irgendwelche Missionen aufzwingen. Drakonische Missionen nennt man die, wo du. Ja, dir Handicaps verschaffen kannst, um das Spiel noch schwerer zu machen. Also, leicht kann es nicht werden. Natürlich. Wir haben damit nichts im. Oha, was jetzt?
friends. We have no need to be afraid. Prince Faris will protect us. Jetzt kommt's auf. Das Prinz Faris dann schmunzelt. Yes, yes. We have nothing to fear with the prince on our side. Well, my boy, your people await. Let them see firsthand the fearless desert knight you have become. Ja, jetzt kommt's auf. Jetzt müssen alle sehen, was für ein Feigling er eigentlich ist. Und Vater, nichts kann. I cannot. Repeat after me now. A knight's word? A knight's word is his bond, his kingdom, his master. Hm? Huh? Ja. Well, don't stop. He serves the weak untiringly, challenges the strong unflinchingly, and never retreats in the face of adversity. That's more like it. Now, my little Princey Poo, do you want to be remembered as a miserable coward or a hero who died fighting to the end? I wish to be remembered as a knight of Gallopolis! Oh, okay. Ein kleines Wort von Rio hat es schon geschafft, ihn irgendwie mutiger zu machen. Über seinen Schatten zu springen. Das geht schief. Aber dank Renalo ist das Vieh jetzt wieder besiegt. Oh. Darling, you were wonderful. Amazing what you can do when you put your mind to it, huh? Wait, did you? I won't always be here to remind you what it means to be a knight, though. Better not go forgetting again, huh? Mm-hmm. Ja, ist ein cooler Typ, den mag ich. Wait! A friend! Where did you become so well-versed in the ways of chivalry? Are you a knight? Who, me? Don't be ridiculous, darling. I'm just a silly old jester. Und wo waren die jetzt? Yes, Father. It was he who rode my horse in the Sun. Oh, er gesteht. And he who captured the Slayer of the Sands. Forgive me. Faris, look at me. The burden that was placed upon you, it was more than any boy could be expected to bear. It is I who must apologize, not you. But rest assured that I have learned my lesson. I will not make the same mistake again. Unhappy Antishan. And it seems you have learned something too, despite your protestations. The bravery you showed was worthy of a true knight.
Sir Hendrik will be happy to take one such as yourself under his wing, I am sure. Your dream will come true at last. I am so pleased for you. Hendrik, wasn't that the name of the guy who was chasing us? Ja, das war sein Name. Ah, but I am forgetting our guests. Father, these travelers came to Gallopolis in search of the rainbow. It is a royal treasure, of course. But surely you agree that they have done more than enough to deserve it. Certainly, certainly. But my boy, I sold the rainbow to a traveling merchant. Wirklich? What? What would compel you to sell one of our most precious treasures? Are you blind, boy? Did you not notice the grandeur with which we celebrated this year's Sand National? We made a sacrifice for your sake. Okay. Father, I... Forgive me. All I can tell you is that the merchant to whom I sold the rainbow headed west towards Gondolia. Ah, jetzt können wir dann dahin. This letter will grant you passage through the checkpoint that leads there. Perhaps someone can tell you what became of the branch. Vielen Dank. Jetzt können wir auch dadurch. Hau dir nicht ständig den Kopf am Boden. It is scant consolation, I am sure. But please, take this. Its value cannot possibly compare, but it has been prized by generations of Gallopolitan knights. It allows one to provoke distant foes into combat, and is an excellent way to gain battle experience. Oh, jetzt bekomme ich die Armbrust. Nice. You have done our kingdom a great service. Should you ever need our assistance, you need only say the word. And as for me, I will be sorry to see you leave. But I'm sure there will be other kindly travelers along soon enough. Yeah? Mm. Gerade noch so gewartet. Ah, was sagst du? Wir Gallopolitaner stehen tief in deiner Schuld vor und du hast sowohl Pfarrer ist also auch mich selbst dazu gebracht, unsere Fehler einzusehen. Es ist eine Schande, dass ich dich nicht mit dem Schilderzweig belohnen konnte, aber nun, da du über meine Genehmigung verfügst, solltest du dem Händler westwärts nach Gondolier fahren können. Und falls du auf deiner Reise unsere Künstlerfreund noch einmal begegnen solltest, so richte ihm bitte unseren herzlichsten Grüße aus. Er besitzt die Seele eines Ritters. Ihn in Aktion zu erleben, hat mich an zwei Dinge erinnert, die ich selbst schon vergessen hatte. Okay. Was sagst du noch, bevor ich gehe? Keine Angst, ich werde nicht vergessen, was Rionaldo mir gesagt hat. Und jetzt dann werde ich mein Leben gemäß dem Gelübde führen. Gefällt euch die Armbrust, die ich euch gegeben habe? Ich hoffe, dass ihr sie nutzbringend einsetzt. Ich habe übrigens Gerüchte über einen Mann hier in der Stadt gehört, der eine Kapuze trägt und ein regelrechter Experte für Armbrüste ist. Vielleicht solltet ihr einmal mit ihm sprechen. Ja, vielleicht. Ach, aber jetzt kaufe ich mir erstmal die Tänzerin-Outfit. Oh.
Nicht auch, dass noch immer 6 Zuschauer dabei sind. Kalopolis. Ja, ich kann da rübersprungen, nice. Wer bist du? Okay, nice. Ich würde ja gerne hingehen, aber dann müsste ich von meinem geliebten Dach runtersteigen. Hm. Kann ich dann nochmal rein? Wie kann ich nochmal mit dem reden? Oh, da. Okay, der sinkt weg. Und was machst du? Rio hat uns verlassen. Ich werde ihn wirklich vermissen. Er hat immer so viel Fröhlichkeit verbreitet. Aber es bringt ja nichts, deswegen Trübsal zu blasen. Die Show muss weitergehen. Wir geben heute Abend sogar eine Vorstellung. Wieso kommt ihr nicht vorbei? Es soll mich wohl nicht überraschen, dass Rio uns verlassen hat. Wir wissen ja immer, dass es ihn nicht lange an einem Ort hält. Trotzdem werde ich ihn vermissen. Na, wohin es ihn auch verschickt. Ich hoffe, dass es ihm dort bestens geht. Ich muss mich auf die heutige Darbietung vorbereiten. Jeder Abend verläuft anders, also muss ich auf alles gefasst sein. Hätte ich Rio nur um ein paar Tipps gebeten, bevor er sich auf die Socken gemacht hat. Ah, schade. Rio nicht mehr da. Aber irgendwas sagt mir, dass er bald wieder auftaucht. Rüstung da. Nee, ich will mal das erste überprüfen. Bringt dieser Robbe irgendwas? Was ist, sie verliert nur eine magische Macht? Ja, das ist dann eigentlich eh gut. Ausweichchance 4%. Und schon bekommt sich auch hier jede Menge dazu, das ist echt gut. Na, ja, dann gebe ich das mal. Sieht heiß aus. Leider habe ich keine Ausrüstung. Ich überlege, vielleicht spiele ich mal mit Bomberang. Wäre interessant zu sehen, wie sich damit spielt. Das Dünne-Derby ist zwar vorbei, aber hier in Gallopolis finden das ganze Jahr über Rennen statt. Gerade wird die Silberliga vorbereitet. Wenn ihr Interesse habt, solltet ihr die Rennstrecke besuchen. Ich gehe jetzt. At last! I was beginning to think you would snuck out through the stage door. Oh, da ist Rio. You again. What do you want this time? Hey-ya! Ta-da! Oh, don't be coy, darling. I want to come with you, of course. You should never have told me about your heroic quest if you didn't want me to tag along. What are you talking about? You can't just decide to come with us. This isn't a game. Believe me, honey, I know it isn't. I've seen my fair share of fun and games on my travels. What kind of jester would I be if I hadn't? But I've seen tragedy too. People attacked by monsters, all kinds of awful things. You know, my dream has always been to build a wonderful theater. Somewhere I can put on performances that will make millions smile. But how can I do that if this dark one of yours is going to be out there making people's lives awful?
guter Punkt. What I'm trying to say, darlings, is that we all want the same thing. So you see, I have to come with you. Oh, don't all squeal at once now. Ja, endlich. Jetzt ist er auch mit dabei. Ja, unsere Gruppe füllt sich langsam. This guy really doesn't take no for an answer, huh? Wenn ich mir so die Frisur von Eric anschaue, dann muss ich auch irgendwie an Axel denken. Weil die Frisur ähnlich spitz ist, aber schon ein Unterschied vorhanden ist. Guess I'm part of the gang now. Yay! So, tell me, what's our next move? Well, to get to Yggdrasil, we're going to need the Rainbow. And it seems that a traveling merchant has taken it to Gondolia. Gondolia? But honey, that's a port town. He's probably hopped on a boat and set sail by now. That's true. Well, then we'll have to buy tickets for the ferry. Für welche Fähre? The ferry? Please, darling. We don't have time to be riding the ferry with the little people. Well, what's your bright idea then? I was thinking a ship of our own might be more chic, no? And luckily for you, I happen to have picked up a lovely little number in the end of season sales. Oh cool, jetzt können wir mit dem Schiff fahren. What? You've got your own boat? That's amazing! You're going up in my estimation by the minute. You'd really be willing to let us use your ship, Mr. Sylvander? But of course, sweetie. That's what friends are for. And guess where the old girl is docked, hmm? No? Why, Gondolia, of course! Lucky! So what are we waiting for? The ocean beckons, shipmate! Westward ho! Alles klar, auf nach Westen. Das fünfte Rad am Wagen. Mit Reonaldos Beitritt ist eine Gruppe auf Stadt zu fünf Mitgliedern angewachsen. An einem Kampf können aber leider immer nur bis zu vier Mitglieder teilnehmen. Du kannst deine Kämpfe auswählen, indem du im Menü Verschiedenes die Option Aufstellung wählst. Allerdings kannst du die Aufstellung auch während des Kampfes ändern. Unter Verschiedenes erfährst du im Abschnitt Reisetipps mehr darüber. Okay. Jetzt würde mich eines interessieren. Erstmal, der hat 16 Punkte, das ist nice. What the fuck? So viele Talente. So viele Talente, was er kann. Ah, tödlicher Kuss. Amore mio. Bombardiert einen Gegner mit Gesten der Zuneigung. Okay. Beidhändige Begabung. Erlaubt das Führen einer Waffe sowohl in der linken als auch der rechten Hand. Ah, das ist cool. Muntermacher. Für LP-Wiederherstellung. Schon 40. Ja. Was hat er da? Stimmungstöter. Vorige Solo. Das habe ich noch nicht. Stepptons. Bin ich auch noch. Vipernzaun. Der hat auch das. Moment, das ist für den Mess. Okay. Natürlich. Also, der kann Messer, Schwerter und Peitsche nutzen. Interessant. Ja. Soll ich ihn mit einer Peitsche ausrüsten? Das ist die Überlegung, weil mit Coxus spiele ich schon mit dem Schwert und mit Eric Messer.
Muss ich mir dann noch überlegen. Was nehmen wir zuerst? Ich denke, erstmal Steptons. Mehr kann ich auch nicht. Ja, ich denke, vielleicht werde ich ihn mit der Patches spielen. Erik hat noch einmal auf, ich will aber 13 mit ihm. Rios Schwert, okay. Okay, Tonnenpatsche macht man schon. Und muss ich mir dann noch überlegen, wie ich im Spiel. Sitzi Preisenstock ist ein Schwert, okay. Seine Waffe. Also ich habe ihm ja nichts ausgerüstet. Und er kann ein Schild tragen, das ist gut. Perfekt. Ja, überlege ich mir noch, wie ich ihn ausrüste. Achso, das ist dann aus sein Gegenstand Dingens. Ah lol, der wird da oben angezeigt. Ja komm, auf zum Lagerfeuer, auf zum nächsten Lagerfeuer und speichern. Irgendwas Spannendes passiert nicht, gut. Ja, werde ich mir bis zum nächsten Mal noch überlegen, wie ich Reonaldo spiele. Ob mit Schwert, Messer oder Peitsche. Absteigen. Bitte. Okay, jetzt sind sie alle. Fast 15 Stunden. Oha, es ist schon Nacht. Mitternacht. Dann wird es jetzt so, dass ich aufhöre. Ich muss ja morgen noch arbeiten. Beziehungsweise heute. Und deswegen wünsche ich meinen Zuschauern, die noch da sind, gute Nacht. Und bis zum nächsten Stream. Wenn ich das hinbekomme. Aha, einmal kurz drücken. Dann geht's ja schon.